So, hier in der Wand haben wir einen Frequenzumrichter, den habe ich hingeschraubt von der Firma Plemo. Das ist die Outputs-Variante, die in den Schaltschrank kommt, sind nicht wesentlich klein und im Schaltschrank war ich schon voll. Das ist für die stufenlose Drehzahlregelung von dem eine Gegenstromanlage, die wir noch anschließen. Kabel habe ich schon reingeführt, im Prinzip die Zuleitung, Drehstrom und Abgang, auch Drehstrom für die Pumpe. Die Klemme, die hier noch drauf ist, die kann ab. Das hatte ich zum Durchpiepsen gemacht, welches Kabel ist welches. Schließen wir es mal an. Hier oben sind die Steuerleitungen zum Ansteuern und hier unten natürlich die Lastleitungen. Ein Frequenzumrichter tut im Prinzip, wenn man normaler Motor dreht, mit 50 Hertz. Und der Frequenzumrichter, die kann ich zum Beispiel laufen lassen von mir aus von 10 bis 80 Hertz oder 87 Hertz oder mehr. Bei 87 Hertz habe ich so ein Drehmomentproblem. Aber wir werden hier dann im Bereich, sag ich mal, von 30 bis 50 Hertz, auch von 20 bis 50 Hertz werden wir hier dann die Gegenstromanlage betreiben. Kann man nach der App dann einstellen. Machen wir dann noch. Aber erstmal schließen wir den jetzt mal an. So. Und zwar sind die normal diese Aufkleber hier. Die sind über den Klemmen drüber. Mach die mal ab, weil wir wollen ja da ein bisschen klemmen. Heißt, hier ist die Zuleitung. Sie ist hier vorne, L1, L2, L3 und hier PE. Und das ist, wenn man einen Bremswiderstand dran hat, brauchen wir hier nicht. Beim Kran oder so ist das schon relevant. Und hier ist dann der Motorabgang. UVW, PE. So, jetzt tun wir das mal abisolieren. Wenn ich wüsste, wo ich meine Krümel wieder hingetan hätte. So, bei einem Motor brauchen wir den blauen nicht, weil der Neutralleiter haben wir in dem Fall nicht. Wir brauchen nur drei Phasen und ein PE. Bei den N am Motor wäre der Standpunkt. Kann ich euch noch am Motor mal zeigen. So. Normalerweise sollte man das Kabel vom Motor zum, vom Motor zum Frequenzumrichter eigentlich in geschirmt legen. Hier lag das jetzt nun mal. Die Schrauben sind gut fest. Aber hier lag ein Schraubenzieher vom Kunde. Perfekt, der passt. So. Abgeschirmt legen, deshalb, weil man ja im Prinzip dann Störfrequenzen und sowas dann einlagern könnten auf andere Kabel, aber hier liegen die Unterliegerskabel in der Erde. Das ist nicht ganz so tragisch. Dass wir irgendwas anderes beeinflussen könnten. Warum Plemo und nichts anderes? Ist ganz einfach. Seit 2003 oder 2004 oder sowas habe ich die ersten Frequenzumrichter mit Plemo verbaut. Und Top Service und kein Problem bisher mit gehabt. Auch Anlagen, wo dann 30 Frequenzumrichter laufen oder sowas, klappt einwandfrei. Und auch man kann anrufen, man kriegt direkt am Telefon geholfen. Und diesen Service finde ich sehr gut. Den brauchen wir nicht, weil da der im Schrank angeschlossen ist, machen wir eine Klemme drauf und schließen jetzt hier den PE an. Die Abdeckung mal nachher wieder vorne drüber. So, L1. Auch Drehrichtung zum Beispiel kann man dann in der Software anpassen, wie rum der Motor dreht, ob rechts oder links.
Man kann die Kennlinien einstellen, man kann die Rampe, die er hochfährt, kann man einstellen, also dass er ganz langsam hochdreht zum Beispiel, nicht direkt Vollgas losfährt. Sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten. Ob der am Anfang ein großes Drehmoment aufbringen muss oder sowas zum Beispiel. Ob es eine Pumpe ist oder ein Motor, also ein Hubmotor oder sowas zum Beispiel. Oder irgendein Antriebsmotor. Also man kann da sehr, sehr viel mitmachen mit so einem Frequenzumrichter. Wichtig ist nur, der Motor muss auch einen Frequenzumrichter können. Die neuen Motoren können das eigentlich alle. Aber die alten Motoren sind die Wicklungen dafür nicht ausgelegt. So, den legen wir jetzt hier unten rein. So. Und machen dann die Abdeckung wieder hier drüber. Und schon ist der lastseitig angeschlossen. So. Und dann gibt's den, tun wir hier vorne noch dann den Steuerteil machen, weil wir werden eine stufenlose Drehzahl zu regeln. Brauchen wir eigentlich am Miniserver mehr Analogausgänge und Extensions. Die brauchen wir hierfür. Plus, wir müssen dem natürlich sagen, Start und Stopp. Ne? Startsignal. Ne? Wenn das weg ist, fährt er wieder runter. Ich gehe mal hier ein bisschen ab. So, und zwar jetzt muss ich überlegen, das waren die zwei. Das war AI. Genau, plus 24 haben wir hier. Dann nehmen wir aber die 24 Volt von Hitim hier und schalten das Potenzial frei über ein Relais. Und hier ist der LI1 daneben, wo wir den mit starten. So, und dann nehmen wir dann den grünen und den weißen. So, und zwar grün wäre dann unser AI1. Jetzt muss ich mir überlegen, wie das war mit dem Poti, wo wir diese 10 Volt drauf haben, 0 bis 10 Volt. Auf AI2 gehen wir damit. So, auf COM legen wir es uns. Da müssen wir auch wieder durchbrücken. COM ist vorne der erste. So, hier wäre unsere 0 Volt, die wir auch im Schrank drin haben. Die müssen wir natürlich auch hier mit parallel schalten dann. So, und dann kommt der AI1. Und dann haben wir hier kommt 10 Volt raus und dann haben wir hier hinten den AI2 als Steuereingang. Ich muss gleich ein Programm dann reinschreiben, wie wir den ansteuern. Im Zweifelsfall wäre hier noch AI1, der direkt daneben kommt. Aber das gucken wir dann, wie wir dann später das im Schrank verklemmen und ansteuern, dass das auch funktioniert. So, mehr Steuereingänge brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Es gibt dann noch Steuereingänge für oder Ausgänge gibt es auch noch, geschaltete Ausgänge, weil sich FU läuft und sowas, alles gibt es auch alles. Analoge Ausgänge gibt es auch, aber erstmal so wäre er eigentlich startklar. So, schrauben wir die mal wieder zu. Ist auch geeignet für draußen, wenn ihr draußen die Wand schraubt. Manchmal ist immer im Schrank, aber im Schrank haben wir natürlich gerade keinen Platz. Was natürlich wichtig ist, so ein Frequenzumrichter kann man natürlich nur nehmen beim Drehstrommotor. Ne? Da gibt es natürlich noch so verschiedene Varianten. Es gibt dann auch, wo ich eingangsseitig nur 230 Volt habe und habe ausgangsseitig drei Phasen. Aber dann habe ich natürlich nur 3x230 Volt am Ausgang. Ne? Muss ich den Motor dann in Dreieck klemmen. Je nachdem müssen wir den Motortypenschild dann gucken. Wenn ich am Eingang wie hier 400 Volt habe, also L1, L2, L3 als 400 Volt Variante, kann ich natürlich am Ausgang auf 400 Volt. Da muss man so ein bisschen drauf achten, was man dann, vor allem was man für einen Motor hat. Das muss auf jeden Fall ein Drehstrommotor sein. So ein normaler Wechselstrommotor geht natürlich da jetzt nicht, ne? Zum Drehzahlregeln. Deshalb immer, wenn man so eine Anlage Drehzahlregeln will, auch mit Drehstrommotor und so eine Pumpe bestellen. Ne? So, und jetzt kümmern wir uns um die anderen Abzweigstoßen.
Und zwar, es gibt noch ein weiteres Leerrohr. Später gibt es noch ein Gartenhaus. Da wird man dann später noch irgendwie einen Kanal hinmachen. Den tun wir aus dem Zellerschrank holen, das Gartenhaus. Da machen wir extra eine UV noch rein, wenn das mal gebaut wird. Und dann habe ich nämlich hier vom Schaltschrank aus zwei Cut-Kabel. Die werden wir jetzt in eine Dose legen und haben ein Cut-Kabel zu dem Poolschacht, weil die Beleuchtung im Pool ist irgendwas mit Bluetooth oder was ich was, die da schon vorhanden ist in diesem Fertigbecken. Ob wir es einbinden können, weiß ich noch nicht, aber erstmal Dose. Tun wir dann die Kabel hier in die Dose reinmachen, dann gucken wir, was wir draußen davon nehmen können. Aber da kann man dann später auch noch anschließen, einen Feuchtesensor oder irgendwas, was ich was. Für die Gartenbewässerung, falls die kommt und so Sachen, alles sehen, was haben wir da, auf jeden Fall schon mal ein paar Kabel dann draußen liegen. Und dann kommen wir auch später noch, wenn das Gartenhaus kommt, da brauchen wir dann natürlich einen Loxbus oder sowas gegebenenfalls, dass wir dann das Kabel dann auch hier in die Dose reinlegen können. So, ein bisschen, heißt, da hinten kommen dann zwei Kabel, scheinbar hier mal, das Erdkabel ist ein bisschen dicker, schneiden wir hier mal ein bisschen größer aus. Dann machen wir so Kerben über Kreuz. So, und dann bohren wir mal jetzt da ein paar Löcher rein. Stufenbohrer, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So, jetzt will ich mal nicht ins Kabel bohren. So, da ist die Mitte. So. Kann man die Döschen jetzt dann oben drüber schrauben. Kling, klong, kling. So. Schräubchen. So, alle Kabel in den Dosen drin. Ich habe mal dieses Steuermodul mal angeguckt von dieser Poolbeleuchtung. Das ist leider ein reines Modul mit Bluetooth. Da kann man gar nichts machen, auch innen nichts anklemmen. Das heißt, ich habe die Kabel erstmal alle hier in die Dose gelegt, die Steuerleitungen. Die werden wir dann eher für den Garten oder sonstiges nehmen. Da haben wir keine Chance. Deshalb werden wir nur 230 Volt rausführen, das Ding da anschließen und da gehen wir jetzt gleich raus, schließen die Pumpen an, aber hier ist jetzt erstmal alles soweit fertig. So, jetzt haben wir hier den Technikschacht und jetzt will der Markus mal gucken, wie er die ganzen Senf hier anschließt. Ich suche erstmal meine Arbeitsschuhe wieder anziehen, weil unten ist nass. Flatsch. So, das hatte ich mir so ein bisschen markiert hier. Und zwar die Pumpenfirma, also jetzt eingebaut hat. Die haben schon mal hier ein Kabel angeschlossen. Das ist natürlich total blöd. Oder ich müsste ein Döschen dazwischen machen, wäre auch eine Option. So, das ist das Kabel.
Achso, jetzt habe ich ja noch mehr Kabel. Ich habe ja da drüben noch die Beleuchtung. Die muss ich auch noch irgendwie hier, muss ich nochmal durchpiepsen. So, jedenfalls das Kabel mit dem Kringel hier. Das ist schon mal. Achso, hier kommt ja noch so eine pneumatische Steuerung rein. Die muss ich auch noch einbauen. Ja, jetzt wird es ein bisschen auch kompliziert. Ich brauche doch die Steuerleitung. Weil ich ja nicht den Motor direkt schalte, sondern ich schalte die Steuerung. Ich muss doch die Steuerleitung verwenden. Weil normalerweise ist ja so ein Kästchen bei, wenn man da innen auf so einen Knopf drückt. Hier ist so ein Pneumatikschlauch. Und der tut dann quasi, wenn man da innen drauf drückt, erzeugt ja einen Luftstoß. Und dann gibt es innen drin so ein, hier so ein Kästchen, was hier reinkommt, wo normalerweise die Gegenschirmanlage mitgestattet wird. So, und das müssen wir natürlich umbauen, dass wir das Kästchen ja nur, den Schalter, verwenden für unsere Steuerung, dass der FU freigegeben wird und so weiter. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Reserve noch rein, damit wir eine Schlaufe haben. So. Klong. So, da habe ich den Kringel dran gemacht, den blauen, dass das hier das Kabel war. Kommt ich noch später ein Deckel drüber. Aber wie kann das so eng hier bauen? Naja. So, brauchen wir eine Kabelschüchen, hole ich jetzt noch, die wir noch brauchen. So, jetzt haben wir alles zusammen. Angerümpelt. Flatsch. So, machen wir erstmal den hier. Man merkt direkt in Richtung Wind, der geht, das Kabel ist hart. Aber Minusgrad wird schlimmer. Sonst war über den Pool kommt noch so eine Schiebeabdeckung drüber, so ein halbrundes Dach. Kommt irgendwann die nächsten Tage, es ist schon hier, wird irgendwann dann montiert. Und ich sehe gerade, hier fehlt eine Schraube. Und dann ist der Pool auch im Winter benutzbar. Ist jetzt schon ein Stück zugedreht. Ist ein Gummiring drin, dass es auch dicht ist. So, den blauen brauchen wir nicht. Oh, da habe ich die Schraube. Die machen wir jetzt mal raus hier. Und dann nicht noch mehr verlieren. Aber die Frage ist, muss ich gucken, ob ich am Auto irgendwie so eine Schraube habe, weil hier unten liegt mal keine drin. Der Poolbauer, die vielleicht hier reingeschmissen hat oder so. Was ist das hier? Achso, um den hier aufzumachen. Okay. Naja. So. Das heißt, dann machen wir jetzt hier mal erstmal so absolute Zange. Haben wir jetzt endlich mal, habe ich es mir mal geholt. So. Gucken wir mal, was wir für Kabelschuhe brauchen. Man könnte jetzt auch Ösen biegen, aber ich bin ja so der Freund von biegen können, tue ich das zwar, aber könnte noch eine Nummer kleiner sein. Passen die hier? Ja. So, die passen da. Und da unten, gucken wir gleich mal. So, wo ist die Quetschzange? Da.
Das ist dieselbe, die ich euch schon mal gezeigt habe, die Zange, wo man auch mit die Quetscherbinder macht, wenn man Kabel verlängern will. Ja, genauso mit den Farben. Auch hier rot, blau, gelb. So, jetzt gucken wir hier. Hier drunter mal, hier könnte man eine Hülse drauf machen. Da ist die Hülsenzange wieder in. Deshalb machen wir hier auch einen einen Ringkabelschuh drauf. Fast dasselbe. Ja, selbe Schraubendurchmesser. Passt, weil manchmal sind die vom PE unterschiedlich. So, jetzt hat die Pappnase Markus aber natürlich wieder keinen passenden Schlüssel mitgenommen. Drehe ich erstmal gerade von der Hand auf. Hier seht ihr, hier ist die Sternbrücke drin. Die bleibt drin, weil wir den Motor ja mit 400 Volt betreiben. Würden wir den jetzt eben mit 3x230 Volt betreiben, müssten wir die Brücken dann so drüber machen. Das sind einzelne Brücken, also keine durchgehende Brücke, sondern das sind lauter einzelne. Die müssen wir dann so drauf machen, um das Ding zu betreiben. Aber wir wollen ihn ja eben mit 400 Volt betreiben. Vielleicht mal das passende Schlüsselchen holen. Steckschlüssel. So. Braun, schwarz, grau. Ne? Und da müssen wir dann später dann gucken, hier ist ein Drehrichtungspfeil, ob die nahe richtig rumläuft. So, jetzt machen wir den hier unten, müssen wir anders machen, müssen wir an der anderen Seite. So, 7er Steckschlüssel. So, und jetzt bauen wir das Häuschen da oben wieder drauf. So. Ich weiß nicht, dass das gleich voll geregnet ist. Wenn wir mal zumachen. So. So, und die hier hinten. Wohl eigentlich hier vorne ist die Belastung eigentlich hauptsächlich drauf. Tun wir sie hier rein. So, mal so eine passende habe ich mit so einem groben Gewinde. Und jetzt habe ich einen Vokalbinder schon hier. Nee. Aber nicht. Oder? Natürlich nicht. Also immer was vergisst man, ist mir doch egal. Machen wir nachher. Muss mal nachher hier dran vorbeibinden. So, wo machen wir den ganzen Steuerungskram hin hier vorne? In der Ecke, dass wir das hier vielleicht hier hin machen. So, hier ist diese Steuerkiste. Wo man nur den Druckschalter braucht, den Rest tun wir. Drin lassen. Schütz habe ich innen. Haben wir ja am FU dran. FU kann man ja auch Strombegrenzung machen. So. Hier unten diesen Druckschalter und da tun wir dann das Steuerkabel hier reinführen. Sobald hier unten der Druckschalter kommt, schaltet der hier
Hier war nochmal El Taco, ein aus, brauchen wir nicht. Sondern hier schließen wir dann unser Steuerkabel an. So. So, die Kiste. So, wir erstmal eine Schraubung hier rein. Hätten die ja wirklich schon einbauen können, aber nee. Die Kiste ist auch noch aus Wehrmachtsbeständen hier. PG ist das noch. Früher gab es ja PG Panzergewinde im Elektrobereich. Hat sich aber schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich schon symmetrisch abgelöst. Klar gibt es immer noch PG-Verschraubungen, aber wie man hier sieht, ich hätte erwartet, dass das hier schon neumodiger ist. Aber im Poolbereich wird wahrscheinlich noch der alte Kram verbaut. Aber ich habe schon viele ausländische Motoren gesehen, sag ich mal, wo noch PG wieder drin war. Als Verschraubung. So. Sind hier die Stopfen drin? Ja, genau, hier sind die Gummistopfen hier in der Tüte drin, für hier hinten nachher drüber zu machen, weil sonst könnte ja Wasser reinkommen. So. So, zwei Stück reichen eigentlich. Hier dem kommt besser hin. So. Wo ist der Bleistift? Da. Machen wir den Kasten mal hier neben hin.